Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Herzlich willkommen bei Let the Future Talk. Eine neue Ausgabe und zu Gast ist heute Julian Baske. Julian, wir haben uns bei YouthStart kennengelernt, einer Online-Veranstaltung, wo du ein Buchprojekt vorgestellt hast. Oma, was ist Schnee? Und über das möchten wir heute sprechen. Heute ist auch die liebe Ingrid dabei als Expertin eigentlich für das Thema der jungen Leute. Julian, erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du bist Schüler und du bist jetzt auch Kinderbuchautor. Wie kam denn das? Freut mich erstmal, dass ich dabei bin. Und dann war es ja nicht nur ich, der das Kinderbuch geschrieben hat, sondern zusammen mit meinem Team, das sind vier Schulfreunde aus meiner Klasse, und wir sind ja im ersten Semester letzten Jahres oder letzten Schuljahres draufgekommen, dass der Klimawandel ja so ein großes Thema ist und so viel darüber diskutiert wird, aber lustiger oder nicht lustigerweise ist er ein ernstes Problem. Interessanterweise sind die Kinder gar nicht wirklich eingebunden gewesen. Und in unseren Augen ist es fast schon zynisch, weil es betrifft die Kinder ja am meisten, was der Klimawandel für Auswirkungen haben wird. Und dann haben wir uns speziell im Buchbereich umgeschaut, weil Bücher sind ja immer noch dieses klassische Medium, mit dem Kinder über die Welt lernen können und auch so, dass sie Spaß dabei haben. Und wir dachten, da gibt es bestimmt Dutzende Kinderbücher, die genau das super machen. Aber wir waren sehr unzufrieden mit dem Angebot, weil es entweder Bücher waren, die so geschrieben waren, dass die Kinder sie wenig interessant finden oder nur einige Kinder vielleicht erreichen, oder dass das Thema an sich oder die Informationen zu kurz gekommen sind. Also wenn es dann einfach nur Geschichten waren, wo es irgendwie am Rande um einen steigenden Meeresspiegel geht, das schockiert zwar vielleicht, aber das ist dann geht auch am Thema vorbei. Wir wollten, dass das nicht so bleibt. Und haben uns gedacht, wir könnten doch selbst zumindest mal ein Konzept für so ein Buch vorlegen, wie es denn sein müsste, damit sich Kinder dafür interessieren und die richtige Botschaft bekommen. Es war ja zunächst nur eine Idee, und die haben wir dann auf Druck unseres Klassenvorstands, dankenswerterweise einem Businessplan-Wettbewerb von der Organisation IFTE, eingereicht und hatten da dann ziemlich viel Erfolg. Und im Schnelldurchlauf haben wir durch diesen Erfolg dann den Mut gefasst, eine Firma oder eine Junior Company ist ja auch eine echte Firma. Das ist so ein Projekt, das im Schuljahr darauf sowieso stattgefunden hätte, dass wir das dort dann umsetzen und es nicht bei dieser Idee belassen. Und in 2 oder 3 Monaten haben wir es dann auch geschafft, den Druck in Auftrag zu geben und mit allem drum und dran. Also das Buch war fertig, Finanzierung war abgeschlossen. Und das ist halt schon etwas, was wir uns nicht gedacht hätten, dass es so schnell geht und dass wir so einen Erfolg. Das war ja eine ganz schnelle und tolle Führung durch euer Projekt, und das klingt jetzt so, als wäre das also wie im Flug und mit ganz viel Leichtigkeit gegangen. War das auch so oder hat es da am Weg auch Herausforderungen gegeben? Und wie habt ihr die gemeistert? Natürlich war das nicht so. Nein. Wir haben schon ziemlich viel Übung im schnell zusammenfassen, weil das auch immer wieder notwendig war für diverse Medien, die auf uns aufmerksam geworden sind. Aber es war natürlich nicht so, dass es ein Schritt nach dem anderen war und alles ging ganz schnell und einfach. Wir haben vor allem das Schreiben an sich stark unterschätzt. Also man denkt vielleicht, ein Kinderbuch zu schreiben, kann ja nicht so schwierig sein. Es ist ein bisschen Text, es ist eine längere Geschichte. Aber da gehört halt viel mehr dazu. Die Geschichte muss zusammenpassen mit den Zeichnungen. Das war eine große Herausforderung.
Und dass es vor allem auch so einfach ist, die Geschichte auch ja, eine spannende Story beibehält. Wie seid ihr denn die Story angegangen? Habt ihr eigentlich Erfahrung mit Kindern schon gehabt? Oder wie habt ihr euch so überhaupt auch angeeignet, dieses Wissen, wann ist etwas für Kinder interessant und spannend? Das haben wir, also wir sind da tatsächlich komplette Laien. Und wir mussten uns das nach aneignen und nach Gefühl diese Geschichte schreiben. Also wir haben uns das sehr intens ausgemacht. Ich bin hauptverantwortlich für die Geschichte. Andere haben dann Übersetzung und Finanzierung und so weiter gemacht. Ich habe mir immer wieder gedacht, was hätte ich als Kind gerne gelesen? Als Kind möchte man ja nicht irgendwie ein Sachbuch vorgesetzt bekommen oder den mit erhobenen Zeigefinger gesagt bekommen, was gut und was schlecht ist. Es soll so sein, dass man sich mit den Figuren identifizieren kann, dass das Ende offen ist, also auch für Erwachsene vielleicht nicht vorherzusagen, dass es dann noch so einen überraschenden Turn gibt, am Schluss ja auch in einem Happy End endet. Außerdem sollte natürlich das Thema dabei rüberkommen. Das war halt so die Herausforderung, das zu vereinen, dass der Klimawandel möglichst objektiv und einfach erklärt wird, aber nicht erklärt im klassischen Sinne, sondern im Laufe der Geschichte, die wir da erzählen. Mhm. Und es war einfach viel Trial and Error. Also wir wussten, oder ich wusste von Anfang an gar nicht, wie man ein Kinderbuch angeht. Ich habe mir dann ein Handbuch genommen, also Handbuch für Kinderbuchautoren, habe das im Schnelldurchlauf gelesen, habe da einige wichtige Tipps kennengelernt und dann immer versucht, sie umzusetzen. Am Anfang war das Problem, dass die Geschichte die einzelnen Abschnitte viel zu lang waren. Und das war dann so ein Absatz für eine Seite. Mhm. Viele Sätze, die auch für Kinder dann, also wo nicht das Wesentliche drinstand. Und das war halt so die Herausforderung im Laufe der Zeit, dass das Wesentliche beibehalten wird und der Rest ausfliegt. Mhm. Jetzt frage ich doch einmal die Ingrid als unsere Expertin für Volksschulkinder. Das, was der Julian herausgefunden hat, was Kinder interessiert und anspricht, deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Durchaus. Es muss spannend sein. Es muss eine Story sein, in die man sich hineinversetzen kann. Also quasi als Dritter, Vierter, Fünfter im Bunde. Und es ist immer ganz toll, wenn die Hauptfiguren so kleine Vorbilder sind, denen man nacheifern kann, aber die trotzdem erreichbar sein. Also nicht so Superhelden, ja, geht auch. Aber so ist es natürlich für die Kinder noch angenehmer. Genau, also weil du sagst mit den Vorbildern, das habe ich natürlich auch stark versucht, dass wir da Figuren haben, die allesamt Vorbilder sind. Wir haben am Anfang auch überlegt, sollen wir vielleicht eine böse Figur oder irgendwelche Leute hineinbauen, die Kontra geben, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, das braucht es eigentlich nicht wirklich. Und was wichtig ist, dass man erkennt, dass die Hauptfiguren die Guten sind und auch Vorschläge geben und das dann umsetzen, wie sie die Welt verbessern. Also es ist ja wirklich so sehr, die Hauptfigur heißt Clara, das ist ein Mädchen aus der Zukunft und zusammen mit ihrem Kuscheltier, einem Pinguin, das Pinguin, reist sie dann, also sie findet dann erst einen Weg in die Vergangenheit zu reisen und sie wissen ja noch gar nichts über den Klimawandel und das war die Idee, dass wir auch die Kinder dort abholen, wo sie sind. Vielleicht haben sie schon mal davon gehört, aber im Prinzip wissen sie nicht, worum es geht und was die Gefahren sind und so weiter. Dann treffen die beiden in der Vergangenheit aber einen Klimaaktivisten, das ist aber nicht irgendein Erwachsener, sondern auch ein Kind und zusätzlich noch ein Klimaflüchtling. Also da haben wir vieles, was wir einbauen wollten, in eine Person gepackt. Ein wirklich engagierter Junge, er heißt Nelson und er verteilt Flugblätter, um die Leute auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Fernsehteam zu ihrer Location, also
zu ihrem Aufenthaltsort ein. Und dann startet sie bei uns eine Rede, die dauert bei uns, glaube ich, 3 Doppelseiten. Oder 2 oder 3 Doppelseiten. Und die hat halt in sich, das ist eine Rede, die könnte man genauso gut heute an die Welt richten. Nur würde es wahrscheinlich niemanden interessieren. Und sie hat halt den Vorteil, dass sie von ihrer Zukunft berichtet und nicht nur Prognosen ab. Eine Oma erzählt vom Schnee, den möchte sie erleben und am Schluss landen sie wieder bei der Oma. Es war ja unklar, ob das was gebracht hat, auch in der Zukunft, aber dann kommt das Happy End, sie schauen aus dem Fenster raus und es liegt Schnee und das zeigt, dass alles perfekt geklappt hat, dass man sich trauen sollte, Probleme anzugehen und auszusprechen. Großartig. Das macht so Mut. Und das war der Plan. Eben. Und die Kinder werden auch ernst genommen, weil man ihnen von dem Problem erzählt und ihnen zeigt, ihr könnt ganz viel bewirken. So ist es. Also der große Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist ja, dass Erwachsene ihr Weltbild haben und sie sind aufgewachsen mit einer gewissen Vorstellung, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und ja auch mit einer gewissen Lebensweise, die man natürlich nicht so schnell ablegt. Das heißt, sie haben Angst vor jeglicher Veränderung oder vor den meisten Veränderungen. Da wird erstmal mit Angst reagiert. Bei Kindern ist es ganz anders. Sie sind neugierig, sie lernen ja die Welt erst kennen und haben auch von sich aus diesen Antrieb, was Gutes zu bewirken. Also ich kenne kein Kind, was Schlechtes von, was einfach um des bösen Willens was Böses machen möchte. Das heißt, sie möchten die Welt verbessern. Das ist natürlich, kann man sagen, sehr naiv, aber auch ein einzigartig. Und ich würde sagen, das ist eine der größten Chancen, die wir noch haben, das Ganze in die richtige Richtung zu tragen, dass wir den Kindern zeigen, die Welt ist nicht verloren und das, was ihr wollt und das, was ihr in Bewegung setzt, das wird auch die größten Auswirkungen haben, weil ihr seid die Generation, die in Zukunft die Entscheidungen trifft. Bei unserer Generation ist natürlich, wir tragen gewissermaßen natürlich die Schuld und hätten noch eine viel größere Verantwortung, jetzt gegenzusteuern. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen oder so, aber es ist halt leider so, dass es einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, der wird einfach nicht anfangen, klimafreundlich zu denken. Und wir denken halt auch oder wir fürchten, dass das auch zum Teil in der Kindheit zu suchen ist, diese Ursache dafür, dass ihnen nie erklärt wurde, dass unsere Ressourcen endlich sind und auch die Anzahl der Treibhausgase nicht unendlich sein dürfen. Wie gesagt, die Leute sind mit einem Weltbild aufgewachsen, wo es das alles nicht gibt. Es war auch nicht in Diskussion vor 20, 30 Jahren so stark wie heute. Aber das verändert sich eben alles. Und bevor wir die Chance weitere 10 Jahre verpassen, auch die nächste Generation darauf vorbereiten, sollten wir das lieber jetzt. Julian, ich habe gerade festgestellt, ich könnte dir stundenlang zuhören. Du hast so viel wirklich wunderbare und schöne Sachen jetzt gesagt. Ich möchte noch kurz zurückgehen zu dem, was du über Kinder gesagt hast. Ja, das hat mich unglaublich berührt, dass Kinder einfach dieses Gute in sich tragen und dass es kein Kind gibt, das böse sein will oder Böses bewirken will und dieses Bedürfnis, die Welt besser zu machen. Und du hast auch gesagt, das mag vielleicht naiv sein. Also ich möchte das einfach nochmal unterstreichen, dass ich das was Wunderschönes und ganz, ganz Wichtiges finde. Und ich finde es auch gar nicht naiv. Ich finde, das ist etwas ganz Natürliches auch. Ja, so dieses Streben nach dem Schönen, nach dem Guten und auch
die Freude dran, die eigene Kreativität einzusetzen. Ja, weißt du, dieses, hey, ich kann etwas besser machen. Ja, ich kann die Welt, die eh schon schön ist, noch schöner machen. Ich kann da was beitragen. Das sind ja alles wunderbar positive Impulse. Das ist mir auch eingefallen, wie du gesprochen hast. Ingrid, irgendwas von deiner Seite da dazu? Nein, ich wundere mich die ganze Zeit, wie weise du schon bist. Ich bewundere so viel, das, ja. Ja, so viel Durchblick und Einfühlungsvermögen. Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter so weit gewesen wäre. Also ich versuche mein Bestes, das kann ich sagen. Aber ich will nicht sagen, dass ich besonders weise bin. Ich versuche immer die Erkenntnisse, die ich sammle, zu behalten und nicht nur Wissen anzusammeln, sondern auch, wie gesagt, Erkenntnisse. Also es ist ja das eine, ob man über etwas Bescheid weiß, und das andere, ob man das mit seinen Werten in Einklang bringen kann und mit seinen Erfahrungen und vielleicht dadurch dann eine tiefgreifende Erkenntnis gewinnt, über verschiedenste Themen. Mhm. Ich bin jetzt fast sprachlos, ja. Ja, auch. Du hast gesagt, du hast nicht mit Kindern zu tun. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe eine kleine Halbschwester. Die ist mittlerweile 4 Jahre alt. Aber das ist, damals war sie 3 und wo die Idee entstanden ist, noch jünger, also das ist schon ein bisschen was anderes, wenn es jetzt um Bücher geht für 6- bis 10-Jährige oder für 3-Jährige. Mhm. Aber natürlich habe ich fast jeden Tag, sehe ich diese Freude, die in Kindern steckt und wie sie alles gut machen möchten. Und ich denke mir, das können wir doch nicht einfach so auf der Straße liegen lassen. Und gerade beim Klimawandel, also das wird das Problem sein, das jetzt schon eines der größten ist und nicht an Relevanz verlieren wird in den nächsten 10 Jahren. Ich fürchte, da hast du sehr recht mit dem, was du sagst. Ja. Und ich finde es also wichtig, dass ihr nicht mit dem drohenden Zeigefinger, sondern mit der Ermutigung gearbeitet habt. Also nicht das Angst machen, nachdenklich machen. Aber so das Gefühl geben, hey, du kannst es ja, du kannst was bewirken. Trau dir es zu. Genau das ist es. Das war unser Ziel, also eines unserer Ziele. Man könnte es ein bisschen zusammenfassen, dass wir unter dem Ziel, dass wir die gesamte Gesellschaft ohne Vorurteile erreichen möchten. Mhm. Also es ist ja zu beobachten, dass es immer mehr Polarisierung und verschiedene Lager gibt, verschiedene Filterblasen, wo man aus der eigenen Meinung kaum noch rauskommt, beziehungsweise andere Meinungen wenig anhört. Und wir wissen auch, dass man da extrem vorsichtig sein muss mit der Art, wie man dann so ein Buch präsentiert und natürlich auch schreibt. Mhm. Also es war schon unser Ziel, nicht nur die Grünwähler und die Weltverbesserer zu erreichen, sondern Leute, die vielleicht bis jetzt gar nichts mit Klimawandel zu tun hatten. Weil es betrifft ja alle Kinder und ja, wahrscheinlich auch viele Erwachsene noch. Das denke ich mir nämlich gerade, dass du da Eltern erreichst, die dann mit dem Kind das Buch lesen. Und ich denke mir, das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und die ganze Zeit rattert es in meinem Kopf, wie man das noch breiter in die Öffentlichkeit bringen kann. Ja, in unserem Kopf rattert es auch schon. Also seit es das Buch gibt und schon davor natürlich, ist nicht so einfach. Wir sind ja auch ein Selbstverlag. Das heißt, wir haben keine Auslieferung oder keinen Vertrieb, der das für uns erledigt. Wir haben einen Verlag als Sponsor, der hilft uns da eigentlich sehr gut bei verschiedenen Themen wie Registrierung und so weiter. Aber die Auslieferung ist natürlich ganz was anderes, so als kleiner Selbstverlag.
erreicht man ein paar Buchhandlungen, die Interesse daran haben oder die man so vielleicht kennt und man mit denen spricht. Aber wir können halt nicht zu jedem Verlier hingehen und ihnen unser Buch ins Sortiment drücken. Da muss ja auch eine Nachfrage irgendwie da sein, gerade bei so größeren Ketten. Das ist ein bisschen unser Henne-Ei-Problem. Okay. Kannst du noch ein bisschen drüber erzählen, weil das haben wir noch nicht so ausdrücklich angesprochen, wie und wo es euer Buch gibt? Also es gibt schon, man kann es bekommen, man kann es bestellen. Wie und wo funktioniert das und wer hat es denn schon? Wer oder wie viele? Genau. Unser Buch, also wir haben auch einen Online-Shop, kurz bevor das Buch angekommen ist oder die Bücher angekommen sind, haben wir einen Online-Shop ins Leben gerufen. Also, das heißt, ins Leben gerufen, wir haben ihn programmiert. Was gar nicht so einfach war, wir haben sowas davor ja noch nie gemacht, aber wir haben immerhin ein bisschen Erfahrung als HTL-Schüler in solchen Sachen. Und dieser Online-Shop ist auf einer Website, auf unserer Website, die heißt salubriousclimate.at. Und da ist jetzt, glaube ich, auch die Ingrid dann recht gefragt, aber ich denke mir, das muss doch auch für Schulen interessant sein. Die müssen doch ein Rieseninteresse an dem Buch haben, oder? Also wir waren ja ziemlich kreativ oder notgedrungen ziemlich kreativ in der Vermarktung unserer Bücher. Und solche Ideen kamen natürlich immer wieder, dass irgendwelche Kooperationen oder einfach nur, dass wir vielleicht irgendwo mal erwähnt werden, das bringt uns ja schon viel weiter. Genauso ist es. Also mir ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass das ja nicht, also schon gar nicht nur meine Sache war, dieses Buch und auch nicht nur von meinem Team. Es haben so viele Menschen uns geholfen, ob es jetzt nur durch eine Empfehlung oder ein Feedback war oder durch eine Kontaktvermittlung, durch ein Sponsoring. Die größte Unterstützung war natürlich, dass jemand diese Illustrationen gemacht hat. Zeig ein bisschen Blätter hinein, dass wir mitschauen können. Ich bin so neugierig. Ja, im Internet habe ich schon gesehen, ein, zwei Seiten. Das ist ein bisschen über uns. Vorwort von der Frau Bundesministerin für Klima. Sehr schön. Und dann beginnt schon die Geschichte. Also das ist die Clara die und ihre Oma. Sie erzählt dann vom Schnee. Und ganz wichtig, die großen Bilder. Na, die großen Bilder und die Texte, die die Kinder auch zum Lesen anreizen, von der Länge und von der Menge. Auch die, die nicht so gut nur lesen können. Genau. Also das war uns sehr wichtig, dass es kein Textbuch ist mit ein paar Bildern zwischendrin, sondern ein Bilderbuch mit Text dazu. Weil ich auch wusste, die tollsten Kinderbücher, die ich als Kind gelesen habe, das ist ja nicht so lange zurück, das waren die, die tolle, große, bunte Bilder hatten, wo man sich drin verlieren konnte. Wir konnten jetzt natürlich nicht so ein, es gibt ja auch diese riesen Wimmelbücher oder so, das war natürlich dann weniger möglich, aber dass es große, bunte Bilder sind, die was visuell hermachen, das war also für mich persönlich eine große Priorität. Sie scheint ja wunderbar gut aufgegangen zu sein. Schauen wirklich, wirklich schön und einladend und ansprechend aus, die Bilder. Ja. Das finde ich auch, ja. Also ja. Wir müssen da nochmal den Dank aussprechen an meine Stiefmutter, die das neben ihrem Vollzeitberuf geschafft hat, in wenigen Wochen diese super Zeichnungen hinzubekommen. Also super. Ist nicht selbstverständlich, dass man so einfach eine Geschichte schreibt und dazu tolle Zeichnungen bekommt. Ja, das heißt, ihr habt auch viel Unterstützung bekommen von vielen viel, Menschen. Ja. Ja. Also auch wissenschaftliches Feedback. So. Wir sind sehr dankbar dafür. Also auch wenn es darum geht, diese Idee überhaupt umzusetzen, da gab es ja immer wieder
dann diesen kleinen Stupser Richtung Projekt. Am Anfang war es unser Klassenvorstand, der gemeint hat, ihr müsst da unbedingt mitmachen bei diesem Businessplan-Wettbewerb mit dieser super Idee, das kommt bestimmt gut an. Wir dachten uns, ja, das ist jetzt ein Teil des Unterrichts, damit wir ein bisschen was lernen, aber so richtig Lust hatte erst, müssen wir ehrlich sagen, niemand auf den Businessplan-Wettbewerb. Aber dann hat sich diese Denkweise ein bisschen stark verändert. Und zwar nach der Logik, wir machen sowieso mit, da könnten wir auch gleich gewinnen. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Und der Plan ist dann auch aufgegangen. Wir haben uns den ersten Platz, also das haben wir erst ein Jahr später erfahren, aber den ersten Platz dann geteilt mit einem anderen Team österreichweit und sind dann ja auch dadurch eingeladen worden zur Veranstaltung, wo ich dich getroffen habe, Ira, beim Youth Start European Entrepreneurship Award. Und, also solche, wie sagt man da, Wettbewerbe und auch diese Institution oder diese Organisation der Junior Company, also die es möglich macht, solche eine Firma für ein Schuljahr zu gründen. Also ich glaube, ohne diese Sachen wäre das sicher nicht so verlaufen. Also wir können auch echt froh sein, dass es diese Angebote gibt für junge Unternehmen oder innovative Ideen. Und da haben wir auch wirklich Gebrauch davon. Also wir nehmen jede Chance, die sich uns bietet. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Erfolgsrezept für dieses Projekt. Am Anfang ist es vielleicht so, da denkt man, oh, so viel Arbeit. Aber man muss jede Chance verwenden. Sonst wird aus dem Ziel nichts, dass wir unsere Bücher anbringen und damit einen Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen. Und weißt du, was ich merke? Eure Grundmotivation ist eigentlich meine, also was ich spüre, dass ich wirklich was bewirken wollte. Weniger der Wettbewerb, sondern ihr wollt einen Sinn. Also es sind eure Werte und ihr wollt etwas Sinnvolles tun. Habe ich das Gefühl. Meaning. Auf jeden Fall. Also ich kann das so unterschreiben, dass ich mir öfters, also ich bin ja auch des Öfteren mit irgendwelchen politischen Dingen oder dem Weltgeschehen nicht zufrieden. Und das löst aber in mir weniger Angst oder weniger Angst aus, sondern die Motivation, sich damit zu befassen und sich zu überlegen, wie könnte es besser gehen. Und gerade im politischen Bereich bin ich drauf gekommen, dass wir eigentlich gar kein schlechtes System haben. Also mit dem System. Mit dem System an sich bin ich sehr zufrieden, mit allen unseren Institutionen, mit der Europäischen Union und so weiter. Es gibt natürlich immer Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Und ich finde gerade, die europäische Zusammenarbeit könnte man verbessern. Aber es im Prinzip versuchen doch die meisten, auch die was zu sagen haben, was Richtiges zu machen. Manchmal gelingt es besser, manchmal weniger. Es gibt schwarze Schafe. Aber ich bin der Überzeugung, dass jeder Politik interessiert sein sollte. Weil es geht uns alle an und gerade bei den Detailfragen sollten wir nicht wegschauen, sondern mitreden. Da ist mir auch gleich eingefallen, euer Buch ist ja zweisprachig, oder? Genau. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Erzähl mal, was war denn da die Überlegung und wie kam das? Also es war von Anfang an gar nicht geplant eigentlich. Man kommt ja erstmal nicht auf die Idee, dass man ein Buch einfach so zweisprachig macht. Aber wir dachten uns, oder die Inspiration kam von einem Buch, das eine ganz ähnliche Geschichte hat wie unseres, an unserer Schule vor, ich glaube, 4 Jahren oder so entstanden ist. 4, 5 Jahren. Das war ein Kinderbuch für Flüchtlinge oder für Flüchtlingskinder. Und das war sogar dreisprachig.
in Farsi, Arabisch, solche, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte das einen extra Effekt, dass es natürlich nicht nur die Deutschsprechenden erreicht, sondern auch jeden anderen, der diese Sprachen spricht. Wir haben natürlich eine bisschen andere Situation. Es sind nicht Leute, die spezielle Sprachen sprechen, die dieses Buch dann lesen sollen, sondern es ist ein internationales Thema und womit erreicht man die Internationalität mit Englisch. Und dann dachten wir haben erst gezweifelt, dass es vielleicht keinen Platz mehr im Buch hat, dass es ablenkt, dass es vielleicht der Text nicht gut wird. Aber die Vorteile sind uns dann recht schnell bewusst geworden, dass es wirklich die meisten Menschen auf der Welt tatsächlich verstehen. Also ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber sehr viele Leute sprechen Englisch und sehr viele Kinder sprechen natürlich auch Englisch. Und der zweite Effekt ist, dass die Kinder, die bei uns Deutsch gelernt haben und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Englisch haben, da mal drüber schauen können und vielleicht aus ihrer Neugier heraus diese beiden Texte vergleichen, feststellen, aha, Klimawandel heißt Climate Change, was heißt denn Change, Mama, was heißt Change, das heißt Wandel, Veränderung. Und das war ein bisschen die Idee, dass man auch auf diese fremde Sprache aufmerksam macht und das Buch weltweit einsetzbar macht. Mhm. Für den Fall, dass jemand aus England oder aus Russland oder wo auch immer her dieses Buch mal bestellen möchte. Und es ist eigentlich eine Sprachlernmethode. Und zwar sehr wirksame. Die Vera Birkenbühl, diese geniale Trainerin gewesen, Buchautorin, die viele Seminare geleitet hat für Manager. Und die hat diese Sprachlernmethode entwickelt oder an sich selbst entdeckt und dann weiterentwickelt, indem man einen Text in verschiedenen Sprachen liest und vergleicht. Und dadurch lernt man auch in der anderen Sprache denken. Weil nur das Vokabelübersetzen-Training, du hast ja die Sprachstruktur dann trotzdem von deiner Sprache. Aber da lernst du denken in der anderen Sprache dadurch. Also das ist noch mehr Effekt, noch mehr. Das ist mir heute erst aufgefallen. Ich bin ja ein kompletter Nicht-Französisch-Sprecher. Also kann gerade mal Bonjour und Baguette vielleicht sagen. aber dann habe ich auf einem Passiergel war das oder so, da waren ganz viele verschiedene Sprachen, unter anderem Französisch. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal an, ob ich das ein bisschen entziffern kann. Deutsch stand natürlich daneben. Und damit war es natürlich logisch, was die einzelnen Wörter dann heißen. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, leicht heißt, was war das? Légère oder so. Und Léger, das ist ja dann auch irgendwie in unserem Sprachgebrauch. Also es ist alles miteinander verwandt natürlich. Und das ist nur so am Rande, da muss ich dir zustimmen, dass es viel einfacher ist, wenn man zwei Texte hat und damit die Sprache lernt. Ja, also ihr seid auch Sprachlehrer. Ja, auch dafür Sprachunterricht irgendwie geeignet. Und was macht dir den Mut? Ich bin eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch, der aber gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis hat. Ob es jetzt kleine oder große Dinge sind, Sachen zu verbessern. Und aus dieser Kombination ergibt sich, dass ich feststelle, dass es ein Problem gibt und möglicherweise Lösungen gefunden werden müssen, oder es gibt Lösungen, sie müssen nur noch die Akzeptanz finden, was auch immer. Weniger daraus, dass ich jetzt so mutig bin oder so grundidealistisch, möchte ich
oder ist es für mich ganz klar, dass ich versuche, die richtigen Sachen voranzubringen oder meine Meinung zu sagen, meine Standpunkte zu argumentieren und auch immer wieder was Neues zu lernen. Aber ich möchte einfach die Welt in die Richtung ein bisschen bewegen, wie es meiner Ansicht nach besser wäre. Und das ist ganz logisch und hat für mich weniger mit Mut zu tun. Den Mut muss man dann halt mal kurz aufbringen, wenn man ein Interview gibt oder so. Aber das sind das ist für mich das kleinere Thema, wenn es also der Mut an sich, sondern die Motivation zählt. Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann motivieren dich die Tatsache, dass es Lösungen gibt, man muss sie nur finden und du möchtest ein Teil von diesen Lösungen sein und die in die Welt zu bringen. Du hast eine kleine Antwort auf die nächste meiner Fragen schon gegeben, nämlich wofür brauchst du Mut? Du hast schon Interviews erwähnt. Gibt es noch was, wofür du Mut brauchst? Also dieses Interview ist mir entspannt. Wir hatten auch schon Interviews mit ORF. Ja, ORF und ein paar anderen Medien. Da hat man natürlich immer Angst, dass man mal was Falsches sagt. Und ja, ich glaube generell, wofür braucht man Mut? Ich persönlich brauche Mut, wenn ich irgendwas Komplexeres oder wo man was falsch sagen kann an die Öffentlichkeit. Oder wenn es darum geht, sich vielleicht mit seinen Aussagen oder dem Wissen zu blamieren, also dass das im Raum steht. Ich würde sagen, für mich ist weniger eine Herausforderung, wenn ich irgendein Versprechen mache oder irgendwo teilnehme, wenn ich einen Entschluss fasse, dass manche Menschen brauchen daher ihren Mut ganz besonders, wenn sie eine Veränderung im Lebensstil in Angriff nehmen. Für mich ist das eigentlich ein laufender Prozess. Ich glaube, ich bin keine zwei Tage aufeinander derselbe Mensch. Niemand. Genau, und ja, Mut. Es ist vor allem manchmal die Angst, dass man nicht alles weiß, was eigentlich nicht geht, aber bestimmte Sachen nicht weiß und damit dann vielleicht in ein Fettnäpfchen hat. Okay. Aber wenn man es authentisch macht, in ehrlicher Überzeugung. Genau, also das habe ich auch mit der Zeit festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, solange man durchblicken lässt, worum es einem wirklich geht. Und das ist auch das, was, wie du sagst, das Authentische ist das, was dann die Sympathie ausmacht. Und ich möchte überhaupt eine Lanze brechen, auch für diesen Mut zum Nichtwissen. Weil das ist auch, du hast vorher so gesprochen über die Denkweisen und die Weltbilder und so weiter und dass wir alles wissen müssen und dass es eine große Schande ist, wenn wir nicht alles wissen, gehört ja da auch dazu. Niemand weiß alles, ja. Wie du ganz richtig gesagt hast, das geht gar nicht. Und wenn ich hernehme, wie viel du weißt und wie viel du schon dir an Erfahrung, an Erkenntnissen erarbeitet hast durch dein Engagement in der Welt und durch genaues und achtsames Beobachten, ja, dann denke ich mir, du weißt jetzt schon unglaublich viel. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel das wird. Du bist noch so jung, ja, also was da noch alles dazukommt, dann auch die Neugier, die du hast, Neues zu lernen und die Welt zu erfahren und zu erforschen. Und ich finde, man kann auch sagen, irgendwas, das weiß ich nicht, ja, oder habe ich mir vielleicht falsch gemerkt oder so. Und ich sage dir was, die Welt hat sich noch jedes Mal weitergedreht. Ich habe das schon oft gemacht und sie hat sich noch jedes Mal weitergedreht. Es ist nie irgendwas Schlimmes passiert. Und Fehler
Ich war ja Lehrerin. Bei uns in der Klasse hat es geheißen, Fehler sind deine Freunde, weil die sagen dir, was du dazu lernen kannst. Also ohne Fehler würden wir gar nicht weiterkommen. Das habe ich mir auch relativ schnell angewöhnt, dass die Fehler eigentlich das, was sehr Wertvolles sind und dass man unbedingt sich nicht drüber ärgern sollte, sondern versuchen zu erkennen, warum ist das passiert oder warum möchte ich mich drüber ärgern? Ist es jetzt meine Schuld in irgendeiner Weise, was ich das nächste Mal besser machen könnte? Oder habe ich gar keinen Einfluss drauf und ich habe nur zu hohe Erwartungen? Also auf jeden Fall, bei jedem Fehler kann man was lernen, auch wenn es Fehler sind, die sich über Monate und Jahre strecken. Deshalb, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich relativ offen und ausprobierfreudig bin. Weil ich glaube, dass man, egal was man macht, mit der richtigen Einstellung immer mit einem Mehrwert davon geht oder ja, was gelernt hat. Das bringt mich auch zu einer Frage an dich, was auch so schön ist, dir und deinem Gedankenfluss zuzuhören. Julian, glaubst du, ist es überhaupt hilfreich und sinnvoll, von Fehlern zu sprechen oder in dieser Kategorie von Fehlern zu denken? Also da ist natürlich die Frage, was man dann unter dem Wort konkret versteht. Ich habe mir das angewohnt, dass ich unter einem Fehler was verstehe, was man im Nachhinein anders gemacht hätte. Mhm. Man kann okay. Natürlich auch unter einem Fehler das verstehen, was grundsätzlich falsch ist und was ein Problem an sich ist. Und das ist aber nicht meine Interpretation von Fehlern und ich wüsste auch kein besseres Wort, wie man sonst eine Erfahrung beschreiben sollte, die man im Nachhinein anders gemacht hätte. Ein lieber Freund nennt das ganze Problem der Fehler. Es ist ein Fehler, mit über Fehler zu sprechen. Es sind Lernchancen. Aus dem falschen Kontext heraus. Mhm. Oder mit der falschen Intention. Mhm. Vor allem im schulischen Bereich, wo ein Fehler ein vernichtendes Urteil ist, wo man vielleicht nicht weiterkommt. Ich glaube, da müssen wir uns alle weiterentwickeln. Und du bist schon auf einem weiten Weg und ihr, eure Generation, die wir in diesem Zusammenhang ins Gespräch bekommen, ich bin sowas von begeistert und das macht mir persönlich Mut als älteren Menschen, wenn ich sehe, welchen Mut ihr für die Zukunft habt. Wir brauchen euch. Ich glaube auch, wir brauchen diesen Mut. Also ich habe sehr probiert, das ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Wir brauchen diesen Mut, man könnte sagen, aus einer Not heraus oder aus einer Notwendigkeit heraus, weil es bestimmte Themen gibt, die erfordern einfach Mut. Es wäre viel schlimmer, wenn wir den nicht zusammenbrächten, also zusammenbekommen würden und uns in unserem Schneckenhaus verkriechen. Ich würde sagen, es ist sehr rational, in unserer, also für unsere Generation Mut zu fassen, weil es notwendig ist. Und unglaublich wichtig auch, dass ihr damit eben sichtbar und hörbar werdet. Und darum, das ist so der kleine Beitrag der Mutmacherei, so Let the Future Talk. Ja. Ihr seid die Zukunft und darum ist das auch ein Format, wo ausreichend Zeit ist, weißt, wo man nicht die eigenen Gedanken hineinquetschen muss in 2 Minuten und so weiter. Das ist mir sehr recht, muss ich sagen. Ja, mir auch. Es ist wunderschön, dir zuzuhören. Und weißt, da ist so viel da an Gedanken, die ihr euch macht, an Ideen, die ihr habt. Ja. Und die dürfen erblühen und wachsen und auch so diese Resonanz finden. Ja, weißt, so zum Beispiel, die Ingrid hat 1000 Ideen zu dem, was euer Buch auslöst und so weiter. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass das auch passiert, ne? Und so viel wie möglich passiert.
Also drum, Let the Future Talk. Gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Julian, was du gerne noch erzählen würdest, was dir noch ein Anliegen ist? Haben wir was vergessen zu fragen? Ich denke nicht. Also ich konnte mich jetzt gut ausplaudern. Okay, super. Das ist was ich sehr gerne mache. Ich brauche nur immer ein bisschen meine Zeit, da reinzukommen. Und meine Zuhörer brauchen auch die Zeit, sich das Ganze anzuhören, was ich sagen habe. Es fällt mir nämlich irrsinnig schwer, kurz und knapp was auf den Punkt zu bringen. Aber ich ansonsten spreche ich sehr gern über das, was mich bewegt und meine Überzeugungen. Und ich finde, das war eine sehr gute Chance, hier das loszuwerden. Super. Und uns auch zu inspirieren. Ja. Wir lernen ja. Hoffentlich. Julian, ich bin überzeugt davon, die Zuhörerschaft hört dir gerne zu. Ich habe es ein ganz, ganz faszinierendes, schönes Gespräch gefunden. Und bitte mach mehr davon, wenn du die Gelegenheit hast. Roll deine Gedanken aus, erzähl sie und nimm dir auch die Zeit, die es dafür braucht. Du hast wirklich viel zu sagen und es ist wert, dass die Menschen das hören. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst am Let the Future Talk. Future Talk. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin, dir und deinem Team und allen, die euch da unterstützt haben, alles, alles Gute für das Buch. Auf das uns der Schnee erhalten bleibe. Das ist ein schönes Schlusswort. Es liegt natürlich auch an uns, uns zu bedanken für diese wunderbare Chance. Und ich finde das ganz persönlich sehr toll, was du da auf die Beine gestellt hast mit diesem Format. Und ja, also wär schade, wenn es das nicht gäbe. Danke. Und ich wünsche mir auch was, wenn du wieder so eine Idee hast, dich was bewegt, nächstes Kinderbuch? Das ist, das steht im Raum. Ja, das gibt doch noch was, über das wir sprechen können. Aber noch nicht konkret. Also ich kann es natürlich nicht, ich kann nichts versprechen oder so und es ist gar keine Pläne dafür. Wir haben uns nur schon öfters gedacht, ob vielleicht irgendwann mal, ob man das irgendwie fortsetzen könnte oder auch nicht. Und wir werden dann anderweitig aktiv. Auf jeden Fall habe ich nächstes Jahr Matura und das nimmt meine Zeit ein bisschen in Anspruch. Aber ich bin auf jeden Fall ich habe noch viele Ideen, wie man die Welt verbessern könnte. Ich glaube auch, die werden die Ideen nicht ausgehen und ihr werdet sicher auch merken, wenn der richtige Zeitpunkt fürs nächste Projekt ist und jetzt mal eure Energien auch auf dieses konzentrieren und es ist wunderschön geworden. Also alles, alles Liebe und Schöne für euch und vielen Dank, dass du zu Gast warst. Alles Dank. Liebe. Danke. Ciao. Baba. Ciao. Tschüss. Ciao. This Future Talk was powered by Die Mutmacherei.